Salut zusammen, für 30 Jahre sind die ersten zweisprachigen Schulen in Milsos gegründet worden. Der Richard Weiss gehört zu deinen Eltern, die Salimulsch gekämpft haben, dass sie Kampf gewesen Salimulsch, für die ABCM-Schule ins Leben zu rufen. Er erzählt die Geschichte in dem Buch, wo vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag. Also, wer weiß. Die Maternelle von Ingersche ist keine Schule wie alle anderen. Da wird heute nur Elsässisch und Deutsch geredet. Sie ist eine von der ersten zweisprachigen Schulen, die für 30 Jahre von Richard Weiss und 6 anderen Eltern gegründet worden sind. Heute Morgen unter dem Schnee in Ingersche. Der Richard Weiss bringt Kinder und Nachbarn zum Kindergarten. Ein spezieller Kindergarten, zweisprachig, einer der 5, der vom Verband ABCM und auch von manchen Gemeinden im Elsass gegründet ist worden. 13 Uhr auf Deutsch, 13 Uhr Französisch, eine Privatinitiative, die manchmal nicht gerade Goethe Ruf hat, sondern innerhalb der Education Nationale. Man hat selber gesehen, Everländer und Unterländer. Und noch haben wir gesagt, wir haben Kinder, wir wählen das für unsere Kinder. Es ist ein Gesetz, es muss angewandt werden. Sonst gibt es Ungleichheit in der Republik. Was die Basken, die Bretoner, die Katalanen müssen wir euch haben. Es ist noch ein Ras ins Baskeland, wo es schon zweisprachige Schulen gibt, dass ihm Richard Weiss glauben wird, dass das Modell die Zukunft der Elsässer Schülerkind war. Mit der Unterstützung von manchen mehr werden überall Anfangs 90er Versammlungen organisiert. Und dann haben wir gewusst, dass wir einfach beweisen mir, dass es die Leute verlangen. Und dann haben wir Versammlungen gemacht. Dann in aller Städte im Elsass hast du gebiert, die Leute hat die Nase voll gehabt. Mit der immer mit dem Verbot, ist alles verboten. Gesehen, Deutsch in der Maternelle, Elsass ist in der Maternelle. Haben wir gesagt, wir wollen jetzt einfach machen, wie es die anderen gemacht haben. Die erste ABCM-Schule machen 91 in Ingersche, Zovre und Lütterbach auf, unterstützt von motivierten Mehr. Manche sind aber von der Education Nationale verhindert. In Poulvache kommt es sogar zum Prozess, weil die Schule nicht genehmigt wird. Der Präsident vom Generalrat vom Ovalon, der Henri Götschi, gründet in der Halbzeit den Hochkomitee pour le Bilinguisme en Alsace en Moselle und schlort auf den Tisch. C'est une question de volonté, je dirais même de bonne volonté. Vous en avez parlé au recteur? Oh, certainement, j'en ai parlé. J'en parle toujours au recteur. Je ne suis pas en opposition avec le recteur. Je trouve que ce que le recteur il a fait, c'est très bien, mais il n'a pas fait assez. C'était très bien en 82. En 90, c'est nettement insuffisant. Alle die vielen Zwischenfälle erzählt Richard Weiss in seinem Buch. Er hat nie nachgelassen und bleibt kämpferisch. Frankreich ist, was du Deutsch machst oder was du eine Sprache machst, die nicht Französisch ist, ist sowieso immer gefährlich. Es sind immer Leute da, die nur darauf warten, dass es zusammengeht. Das ist klar. Es ist 100 Jahre, es passt einfach nicht in die französische Mentalität. Und was nicht noch aufregt, das ist, dass viele Gewählte sich nicht bewusst sind, wie wichtig zweisprachige Schulen sind und wo sich mit faulen Argumenten überreden lassen. Sie leider, es gibt Gewählte, ich weiß nicht, sie sind naiv. Wenn man mit ihnen redet, sagen sie, ja, ich habe mit dem Rektor geredet und mit der Rektorin, das sind alle dafür. Nur haben sie keinen Lehrer. 30 Jahre noch haben sie keinen Lehrer, ich weiß nicht. Wenn man keinen Lehrer hat im Französischen oder im Englischen oder in der Mathe, das war ein Skandal. Verstehen Sie? Wenn man will, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja? Heute gibt es 12 ABCM-Schulen. Die nächste macht im September in Schönau auf. Der Wille von der Eltern ist da, das ist sicher. Wir merken es. Wir haben Leute, die anrufen in ABCM und sagen, ja, ich würde gerne eine Schule aufmachen, wie geht es? Der Wille fehlt für die Gewählten. Das heisst, für eine ABCM-Schule aufmachen, muss man immer zwei Sachen haben, wie wichtig sind. Le maire et la mère, sage ich immer. Le maire du village et la mère de famille. Die zwei, die müssen wir haben. 30 Jahre nach der Gründung der ersten ABCM-Schule kämpft der Verein weiterst. Seine Mitglieder wurden auf der Unterstützung der CEA-Zähler für eine ABCM-Schule pro Kanton in den nächsten Jahren aufzumachen. Sireta Elsassisch, sie stellt sich im nächsten an den Konkurs Miss Ronde d'Alsace. Dadeline Rémy ist unsere Gast heute in unserem Frach oder Frech.
Ich bin Adeline Remy von Kerische und ich bin dieses Jahr Kandidatin für Miss Ronde Alsace. Ich muss mich präsentieren und ich muss mit dem Maillot de Bain défiler und mit Zuvêtements. Hast du Angst? Ja, ein bisschen schon, ja, aber es ist gewitzt. Bist du froh mitzumachen? Ja. Willst du gewinnen? Ja, natürlich will ich gewinnen. Du willst gewinnen? Das habe ich jetzt nicht, aber ich habe Chance. Redest du auch Elsässisch in dem Konkurs? Ich denke, ja, ich rede ein bisschen Elsässisch. Ich stelle mich vielleicht auf Elsässisch vor, ja. Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe letztes Jahr ein Bild gesehen von der Miss Ronde im Zeitung. Und da habe ich gesagt, das will ich auch machen. Ah, voilà. Was gefällt dir da drinnen? Es gefällt mir, dass die Leute können sehen, dass die besetzte Frau ein bisschen schön ist und sie im Kopf hat. Ah jo. Bist du frach oder frisch? Ich bin frach. Mit wem? Ja, manchmal mit dem Papa und mit der Mama. Was isst du gern? Sauerkrautbäcker auf Flammenküren, alles vom Elsass. Hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Ja, Schnaggerbiberschen, weil das hat meine Schwäger immer. Mit oder ohne? Mit. Mit was? Mit dem Lachen geht alles besser.